In den Medien wird euphorisch über das 5G-Thema berichtet. Österreich sei im Bereich der Mobilfunkversorgung rückständig. Und es brauche als wirtschaftlicher Standort unbedingt eine lückenlose Versorgung. Heißt es, 5G ermögliche uns autonomes Fahren. Vom Berg kann man dann mit 5G Live-Video streamen und es meldet, ob die Milchflasche leer ist. Außerdem sei 5G intelligenter als wir und natürlich essentiell notwendig. Heute allerdings beleuchten wir eine andere Seite und möchten die Fragen der Bevölkerung beantworten. Zum Beispiel, was ist 5G und wofür brauchen wir es überhaupt? Was sind die zu erwartenden Reaktionen auf Mensch, Tier und Umwelt? Es gibt viele Warnungen von seriösen und ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Werden sie gehört? Müsste nicht der Staat seine Bürger vor jeglichen Folgen schützen? Und wer kann im Falle einer Schädigung haftbar gemacht werden? Und noch eine Frage, die sich jeder hier im Raum selber stellen sollte. Was ist uns wichtiger, unsere Gesundheit oder wirtschaftliche Interessen? Wir haben selbstverständlich für die heutige Veranstaltung diverse Politiker und Netzbetreiber eingeladen. Aber leider ist niemand zur Verfügung gestanden, um als Gegenstimme zu fungieren. Dafür haben wir heute drei Experten und Wissenschaftler im Haus, die uns heute sachlich und kompetent über das 5G-Thema aufklären werden, sowie Fakten und Studien darlegen. Was Sie heute ganz sicher nicht hören werden, sind Verschwörungstheorien, sondern nur fundierte Fakten und Messergebnisse, die Sie mit eigenen Augen sehen werden. Hiermit komme ich auch schon gleich zum ersten Experten, Dietmar Hohn. Er ist Baubiologe und beschäftigt sich mit dem Fachbereich Elektrotechnik und elektromagnetische Strahlung. Er wird heute Messungen durchführen und zeigen, welche Geräte wie strahlen. Und da ist auch noch eine Frage, warum ist Strahlung eigentlich so gefährlich? Wir können sie nicht riechen, nicht schmecken, nicht hören, wir können sie nicht sehen. Aber heute wird die Strahlung teilweise sichtbar gemacht, zumindest mit Messgeräten. Bitte, Herr Hohn, wenn Sie auf die Bühne kommen würden.